Heute seht ihr die besten Momente aller Zeiten. Wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt, dann schaut auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's. Bist du bereit, Kasper, heute für Suchen und Verstecken? Oh mein Gott, ich habe mir so krasse Verstecke schon überlegt, ne? Ja, du wirst mich nie finden. Niemals. Ich sag dir, okay, du sagst niemals. Niemals. Ich geh jetzt hier rein. Ja, und dann? Darf ich auch wieder rausgucken, ist jetzt die Frage, so wenn du versteckst? Nee, wir mal von mir aus. Von mir aus als kleinen Hint. Ich darf rausgucken hier, also ich darf ja rausgehen? Nicht rausgehen. Ach so, rausgucken. Aber rausgucken. Ja gut, okay. Ja, ich bin... Okay. Dann, ich würde sagen, du kannst dich da mal losverstecken. Okay, ich leg einfach mal los. Also genau, leg mal los. Ist ihr bestes Versteck? Ey Leute, das Ding ist, Kasper wird nicht wissen, dass ich Kameras installiert habe. Das ist so krass. Pass auf, ich werde die ganz kurz mal installieren, Leute. Guck mal, hier ist die erste Kamera, Leute. Und ich glaube, er wird auf jeden Fall nicht sehen. Ich gehe mal kurz zur zweiten Kamera. Und Leute, auf der Kamera kann ich ihn... Doch, auf der Kamera habe ich ihn gerade gesehen, Leute. Da ist er. Ich glaube, da geht er ins Haus rein. Oh, mal gucken, ob ich noch mehr Kameras habe. Vielleicht bessere Winkel. Leute, ich glaube, er ist da gerade reingelaufen, so in das Haus da. Ich gucke mal, ob ich da drin auch eine Kamera drin habe. Da, doch, da ist er. Oh mein Gott, da ist er, Leute. Oh, das ist jetzt natürlich richtig crazy. Ich habe jetzt gerade die Kamera angeschnüpft, Leute, in dem Haus. Guck mal. Da baut er sich irgendwas. Der will sich da, glaube ich, einbauen oder so, ne? Und Kasper, bist du schon am Verstecken? Hast du dich schon versteckt? Ich habe noch kein Versteck. Ich brauche noch kurz Zeit. Ich bin noch nicht dabei. Ach so, ich zähle noch die ganze Zeit, ne? Ich suche dich gleich. Ja, zähl weiter. Ja, mach ruhig. Leute, guck mal, der möchte ja anscheinend irgendwie mit dem Gemälde oder sowas arbeiten, ne? Oh. Wenn der... Gott, der wird auch denken, dass ich niemals bin. Bist du da? Ja, klar bin ich da. Ich hab das krasseste Versteck jemals. Du wirst mich hier niemals drin finden. Das ist so krank. Okay, dann ich würde sagen, soll ich loszählen? Soll ich losgehen? Warte mal. Ich muss mal kurz abprüfen, ob hier auch die Tür zu ist. Ja. Ja, ist zu. Okay, passt. Okay, alles klar. Ja, du kannst von mir aus kommen. Okay, warte, ich komme. Oh, alles klar, Leute. Ich bin wieder aus den Kameras raus. Okay. So, jetzt wird's auf jeden Fall interessant. Kasper, ich komme. Ja, ich bin versteckt hier vorne. Ja, da vorne bist du versteckt. Bist du vielleicht hier drin? Ich sehe dich auf meiner Drohne. Auf deiner Drohne, okay. Ich fliege mit so einer kleinen Drohne rum. Okay. Oh Gott, da war ich. Das Ding ist, ich werde dich auf jeden Fall absolut finden. Ja. Also ich habe eine 100%ige Chance, dass ich dich finden werde. Was glaubst du? Du hast wieso, was für eine 100%ige? Du weißt doch keine 100%ige Ahnung, Chance, doch. Du hast doch keine Ahnung, wo ich bin. Ich muss nur gerade so ein bestimmtes Haus finden, wo ich mir vorstellen könnte, wo du drin sein könntest. Warm. Ja. Heiß. Ja, ich weiß schon. Da bin ich drin, ganz sicher. Ja, bist du da ganz, ganz sicher drin? Ja, oder da bin ich mir sicher. Das Haus hier, Leute. Oh mein Gott. Mit Diamantenschloss hier versteckt. Okay, na gut. Du wirst mich niemals finden. So, wieder versteckt. Ach, du sagst, ich werde dich niemals finden? Mehr. Okay, kein Problem, Kollege. Ich glaube, du wirst mich hier nie finden. Kein Problem. Also, ich will dir nichts sagen oder so, ne? Ja, was denn? Aber ich weiß ganz genau, dass du hier in dem Haus drin bist. Alles gut. Da bin ich nicht. Oh, Moment mal. Was ist hier ist ja ein netter Garten auf jeden Fall, ne? Mit so ein paar Knöpfen und so, ja. Die machen nichts, die Knöpfe. Mhm. Die machen nichts, die Knöpfe. Würde ich mal sagen, Kasper? Du warst ja eben in so einem Turm. Da ja, bin ich drin. Ja. In dem bin ich. Oh! Nein! Was ist denn da? Wie konntest du mich da... wie hast du mich hier gesehen? Ich hab's einfach gewusst irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Digga, also das kannst du dir nicht ausmalen. Doch, ich hab's einfach... Hier doch nicht einfach so. Einfach gewusst, doch. Ich hab mir schon... Du hast doch gehackt. Nein, ich hab nicht gehackt. Okay, pass auf, wir machen noch eine Runde. Du versteckst dich nochmal. Ich verstecke mich jetzt nochmal. Und ich gehe nochmal rein und fange an zu zählen, okay? Ja, in Ordnung. Findest du das fair? Okay, dann komm mit zum Obsidian-Haus. Mhm. Du hast doch gelootet, du hast rausgeguckt eben. Nein, ich habe auch keine Drohne. Du hast nur die Drohne, weil du Verstecker bist. Aber ich habe keine Drohne. Ja, okay. So, das Ding ist, ich bin auch hier im Obsidian. Du siehst ja, du kannst mich auch nicht beobachten. Ja, ich bin hier drin. Du kommst hier nicht raus. Ich werde hier nicht rauskommen. Ich habe hier jetzt einen kleinen Block vorgebaut, dass du hier bloß nicht. Den musst du erst abbauen. Den muss ich erst abbauen. Das wird auf jeden Fall ein bisschen dauern. Ja, okay. Jetzt noch nicht. Ich werde mich hier drin verstecken. Ich fange schon mal an zu zählen. Okay. 1, 2. Oh, Leute, wir haben ihn direkt auf der Kamera gehabt. Das ist richtig gut. Das wissen direkt, wo er langläuft.
So, jetzt sind wir hier bei einer anderen Kamera. Aber ich kann hier sogar durch den. Oh, durch die Wand sehen, Leute. Weil ich glaube, es sieht auch gar nicht, dass die Kamera hier oben ist, ne? Was halt auch echt praktisch ist. Oh nein. Oh, er will nämlich ins Haus gehen, ne? Ey, Leute, bitte auf jeden Fall nicht checken, dass wir ihn gleich wieder sofort finden werden. Das ist so cool, ne? So, ich komme ein bisschen weiter mit der Kamera. Okay, geht auf jeden Fall hier unten weiter, Leute. Richtig gut. So, habe ich hier noch irgendwo eine andere Kamera? Oh nein, er geht aus dem Winkel raus, Leute. Nicht gut. So, Leute, ich habe nochmal eine andere Kamera abgezappt. Er ist auf jeden Fall gerade hier rechts in dem Haus drin. Oh, da ist auch noch ein Villager, Leute. Oh, mal gucken wir. Oh mein Gott. Er geht direkt in das Haus, glaube ich, da rein, Leute. Er geht direkt in das Haus da unten rein. Ey, der wird das nicht checken. Der möchte dann irgendwie eine Falle bauen oder sowas, ne? Habe ich auch eine Kamera? Er baut da, glaube ich, eine Lavafalle. Oh mein Gott, Leute. Bin hier auf jeden Fall gerade bei der Kamera. Leute, er ist anscheinend hier gerade drin, hat er das Lava hingebaut, ne? Oh mein Gott. Kaspar, wie weit sieht es eigentlich aus? Ich bin versteckt. Du bist versteckt. Ich könnte jetzt kommen, ja, sagst du? Ja, du kannst von mir aus direkt loslegen. Ich bin, okay, du wirst mich hier niemals dann, finden. Du, niemals, sagst du? Nee, ich versteck mich hier, du findest mich nie. Okay, ich komme jetzt. So, Leute, wir sind wieder aus der Kamera raus, ne? Und ich muss erstmal ganz kurz den Block abbauen. Ich beobachte dich, Brock, so. Ich beobachte dich mit meiner Drohne. Ja, mach ruhig. Ich baue jetzt hier gerade deinen Block ab. Also, ich habe auf jeden Fall nicht rausgeguckt, ne? So, okay. Oh, Leute, er weiß auf jeden Fall nicht, ne? Dass ich hier einen Wassereimer versteckt habe vorher, weil ich wusste, er wird irgendwas mit Lava machen. Ich sag dir, ich werde dich auf jeden Fall finden. Ich gucke schon gerade in jedes Haus rein, ne? Was guckst du in den Häusern denn da? Sag mal, ja, ich gucke hier gerade einfach so ein bisschen so rum. So. Hier sind auch voll viele Kisten verschlossen. Hörst du meine Drohne? Ich verfolge dich gerade mit der. Ich höre dir so ein bisschen rumzwirbeln. Ne? Also du bist auf jeden Fall schon ziemlich warm, muss ich sagen. Ich bin schon warm, sagst du, ne? Ach, du bist mir sogar gefühlt fast verraten, wo du bist. Wenn ich dir mal einen Tipp geben darf, du bist schon ziemlich nah dran. Ja, okay. Also, ich muss gerade überlegen, wo waren... Ich meine, wo könntest du dich versteckt haben, meine ich. Was meinst du mit, wo war? Nee, ich hab mich nur versprochen. Ich meine, wo du jetzt dich versteckt haben könntest, das wollte ich eigentlich sagen. In diesem kleinen Raum da, vielleicht war... Ich glaube, da war ich eben drinnen. Ich würde da nochmal reingehen. In einen kleinen Raum? Wenn ich du wäre, würde ich da, glaube ich, nochmal kurz reingehen. Da kann man ja gar nicht reingehen hier, ne? Da bist du wahrscheinlich... Oh, hier sind sogar Kürbis, Leute. Halloween war aber erst, Da bin ich. Ich bin neben den Kürbissen. Ich bin unter den Kürbissen. Ich will ja nicht sagen, aber ich hab so das Gefühl, du bist in so einem Haus, wo so Stein drin sein könnte, ne? Wie kommst du darauf? Ich weiß auch nicht. Vielleicht, bist du vielleicht da drin? So. Wie kommst du darauf? Hä, ich weiß, ich habe so ein Gefühl irgendwie. Hä? Ich habe irgendwie so ein kleines Gefühl, dass du da vielleicht sein könntest. Wäre auf jeden Fall sehr interessant. Ja, oh, okay. Hat sich gerade gehört? Ich bin hier. Also hier bist du auf jeden Fall auch nicht drin. Ich guck mal, oh Gott, ich sehe deinen Namen. Der Villager. Oh, oh nein, der Zombie, Leute. Ich muss einfach ganz kurz hier weg. Ich höre keinen Zombie. Was ist das für ein Zombie? Du hörst keinen Zombie, sagst du? Was ist das für ein Zombie? Was ist hier los? So, hab ich mal ganz kurz jetzt hier geholt. Ich guck mal jetzt ganz kurz hier. Was ist das denn? Oh, war hier Lava etwa? Oh nein! Lava-Attacke auf dich! Oh. Nein! Oh, ich hab dich gefunden! Wie hast du mich hier gefunden? Tja, ich wusste halt einfach, dass du hier bist. Du bist hier so zielstrebig hingelaufen. Ich hab das mit der Drohne direkt gesehen. Wie konntest du mich hier sehen? Hab, keine Ahnung, ich hab halt irgendwie so dich gehört. Ich weiß auch nicht, warum. Du schummelst! Nein, du hast doch, ich schummel nicht. Nein. Zeig mir dein ganzes Inventar. Zeig all deine Hände einmal durch. Ich hab das und den Lava-Eimer hab ich gefunden in der Kiste. Mehr hab ich nicht. Du bist so ein Lügner. Ich versteck mich nochmal, okay? Ich versteck mich nochmal. Ja, ich versteck mich meinst. Oh Gott, wenn wir überhaupt hier rauskommen, ne, ist jetzt hier die Frage. Versteck dich nochmal und kannst du mich komplett auch zubauen. Du kannst die Tür auch zumachen. Ja? Okay, das mache ich auch, weil ich glaube, dass du wirklich einfach mies am Schummeln bist. Ich bin nicht am Schummeln, ich schwör's dir. Natürlich. Nein, wirklich, ich bin echt nicht am Schummeln. Na klar bist du, jetzt hörst du auf so zu lügen, wir gehen jetzt wieder zurück zum Dingens, zu dem Obsidian-Haus. Oh. Ich werde es dir sagen, ich bin nicht am Schummel, du kannst mich zubauen, wie also, du willst. Ich habe das Gefühl, dass du hier die ganze Zeit belügst und betrügst. Nein, halt echt nicht, wirklich. Guck mal hier, ich bin jetzt hier drin, ich kann nach unten gucken jetzt. Ich baue hier jetzt auch zu und ich muss jetzt hier wirklich das Jetzt sehe ich hier gar nicht mehr raus, jetzt sehe ich hier gar nicht mehr raus. Ja, darfst du auch nicht. Hier darfst du von mir aus ein bisschen rausgucken. Ja, okay, ja. Aha, okay. Ja gut, ich würde sagen, dann versteck dich doch mal, Kaspar. Ja, ich versteck mich. Bis Let's gleich. Go, versteck dich. Ja, ich zähle gerade schon, ne? 1, 2. Okay, Leute, ich sehe ihn gerade auf den Kameras, ne? Er läuft hier gerade irgendwie unten lang. Nein, er geht aus dem Sichtfeld. Nächste Kamera. Okay, hier ist noch eine, Leute. Hier kann ich noch mal gucken. Okay, ich brauche am besten nochmal einen anderen Winkel von der Kamera. Oh, Leute, er möchte sie anscheinend als Villager verkleiden oder so, ne? Ich habe jetzt nochmal einen anderen Kamerawinkel, Leute. Was will er machen, Leute? Ich glaube, er will sich als Villager verkleiden.
Was? Oh mein Gott, was? Hast du dich eigentlich schon versteckt, Kaspar? Ich habe mich ziemlich gut versteckt. Ich bin in einem Steinhaus drin, nur zur Info. Okay, ich mach jetzt mal ganz kurz hier das Holz weg, damit ich jetzt hier... Ich habe auf jeden Fall nichts gesehen, ne? Also ist auch total dunkel bei mir drin gewesen. Okay, ja, ich... Wehe, du hast gerade gesagt, wo du bist? Wehe, du hast... Ich habe nicht gesagt, wo ich bin, ich habe nur gesagt, was ich... Du hast gesagt, in einem Steinhaus, hast du gesagt. Ja, vielleicht auch unter einem Steinhaus. Okay, ich guck jetzt, ich guck gerade hier schon ein bisschen rum, sondern ich bin jetzt hier gerade schon ein bisschen am Luschern. Aha, vielleicht in dem Haus bist du drin. Alles in Ordnung. Wieso? Ich hab dich auch nicht gerade gesehen. Bist du nicht bist du in deiner Drohne oder bist du nicht in deiner Drohne? Ich bin in meiner Drohne, die fliegt hier richtig mies rum. Ach, ah ja, okay. Ich guck mal, kann ich die sehen? Nee, ich seh, da war sie ganz kurz, okay. So, hier war dein erstes Versteck. Ich muss schon sagen, das war schon nicht schlecht, ne, das allererste. Ja, vielen Dank. Das hatte auf jeden Fall was. Ja, aber jetzt muss ich dich natürlich nur finden. Leute, das Ding ist, ich habe ja gesehen, wie er sich als Villager verkleidet hat, aber ich weiß gerade nicht mehr, wo er ist. Er muss ja irgendwo rumlaufen. Vielleicht so. Sag mal, bist du eigentlich in so einem Holzhaus drin, oder? Ich bin jetzt gerade rumgelaufen. Ich bin jetzt gerade in so ein Holzhaus reingegangen, ja. Oh mein Gott, hast du ein Haus angezündet? Nein, das war ich nicht. Das ist noch die Lava von eben. Oh Ablenkung, Gott. Ablenkung! Okay. Welchen Haus bist du denn drin? Ich bin in einem orangen Dach ein Holzhaus. Ja, bist du in dem Haus drin, ne? In welchem denn? Ich weiß gar nicht, welches du meinst. In dem orangen Holzhausdach bist du... In so einem Holzhausdach drin? Ich bin mitten in so einem Holzhausdach. Ich sehe dich! Nein, wie siehst ich du seh mich? Dich. Dein Name steht da drüber. Plötzlich oh nein, gemobbt, als wenn du mich sehen konntest. Darüber. Ja, und ich habe gesagt, ich cheate nicht. Steht da. Du meinst zu cheaten. Wieso hast du mich heute so krass oft gefunden? Du bist ja die übelste Maschine. Ich habe doch gesagt, ich bin der beste Heidezieg. Also soll ich dir eine Sache verraten? Was denn? Guck mal, da oben und da oben. Was ist da? Und da oben. Was ist das denn, Kameras? Da sind überall Kameras. Ich glaub's. Komm her. Komm sofort her. Ja, selbst schuld. Lass du mich. Schummler. Du Schummler. Ich hab ihn voll geprankt, Leute. Du bist so ein Schummler. Ja. Mann. Juhu. Kaspar, yo. Hast du heute wieder Lust auf eine Runde Hide and Seek? Oh mein Gott, ich werde dich doch sofort finden, ey, sag mal. Da muss ich direkt los, feineswegen. Ja, ne? tut mir leid. Guck mal da vorne, okay. Ey, gibt es auf jeden Fall richtig krasse Stecke in dem Dorf, ne? Ich würde sagen, ich habe nämlich eine Idee. Du kannst ja schon mal ein bisschen rumgucken, so nach Verstecken suchen und ich werde mich dann gleich hier verstecken. Ich wette mit dir, dass du mich niemals finden wirst. Und wenn natürlich werde ich dich finden. Nein, niemals. Pass auf, ich sag's so. Na, logisch. Ich bin mir so sicher, dass du mich nicht fünfmal finden kannst, dass wenn du mich fünfmal findest, du kriegst mein Haus. Habe ich gebaut gerade. Okay, du setzt dein Haus ein, dann kriegst du meine Kiste Diamanten, wenn ich dich nicht Okay, fairer Deal. Deswegen gehen wir schon mal in die Stadt, Kaspar. Sagen, mach ich gucke hier mal ein bisschen rum. Ich gehe mal nach Hause, Leute. Okay, Leute, jetzt hört er mich nicht. Und zwar habe ich mir ein Menü geholt, wo ich mich so in verschiedene Models morphen kann, Leute. Das heißt, ich nehme jetzt hier mal ganz kurz ein Schwein. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz in die Stadt rein, Leute. Und gucken, ob wir hier irgendwie uns neben so ein Tier am besten stellen können. Ich bin schon versteckt, Kaspar. Du bist schon versteckt? Ich bin schon versteckt, ja. Hast du dich denn jetzt versteckt? Ja, kannst mal sehen. Okay, ja, da kannst mal sehen. Warte mal, ich müsste doch safe deinen Namen irgendwo sehen. Bist du nee, hier meinen Namen siehst du nicht. Meinen Namen habe ich ausgestellt. Den wirst du auf jeden Fall nicht sehen. Okay, du bist doch irgendwo gecrouched irgendwo hinter, oder nicht? In irgendeinem von den Häusern. Ja, natürlich bin ich hier. Oder vielleicht bin ich auch einfach irgendwo. Das Ding ist, du darfst auch Fragen stellen, ne? Das sollte mich mal nett. Du darfst auch Fragen stellen. Bist du bei dem größten Haus im Dorf? Nein. Nee, da bin ich nicht. Aber ich könnte auch hingehen, wenn ich will. Also so versteckt bin ich, dass ich einfach hingehen könnte. Ja, okay, dann geh doch mal hin, dann sehe ich dich ja sofort. Hä, ist doch dann direkt vorbei. Ja. Oder nicht? Ja, okay, ja, wenn du mich dann findest, ne? Du musst mich auch finden. Also du sagst, du musst mich ja berühren. Wir machen ja Hide and Seek mit berühren. Das heißt, du musst dich einmal schlagen. Okay. Mann, ey, ich sehe dich halt nicht. Auch dein Name. Ich sehe dich. Du siehst mich jetzt gerade? Melk doch mal die Kuh, Kaspar. Als wenn du mich hier siehst. Was mache ich gerade? Ey, hör auf sie zu schlagen. Sie ist ganz wütend jetzt. Wo siehst du mich? Wo bist du? Du bist hier im Brunnen drin, oder? Ja, natürlich bin ich im Brunnen drin, natürlich. Nein, da ist niemand drin. Hä? Tja, warte mal, überhaupt du selbst? Bist du selbst? Weiß ich nicht. Okay. Ja. Du bist ein Gegenstand, ne? Du bist safe. Was bist du? Bist du hier so ein Erdblock oder sowas? Was bin ich? Bist du hier die Kuh oder der Erdblock oder so? Ja oder wer nein? Weiß, ne? Keine Ahnung, was du ich bin. Du bist hier die Blume oder was?
Nein. Wie die Blume. Ja, der Villager. Du bist hier der Villager vor mir. Ja, ich weiß es. Siehst du mich? Ja, hier vor mir, oder ganz nicht? Ganz schön große Augen hast du, Kaspar. Ganz schön große Augen. Oder bist du der? Ich bin am Weinen. Ich bin am Weinen. Oh. Hä? Du weinst? Ja, guck doch mal den Villager an. Der ist am Weinen. Du siehst dich irgendwo. Wo bist du? Ja, das bin ich. Bist du das Schwein hier? Was? Bist du das Schwein? Was? Warum soll ich das Schwein sein? Warum soll ich das Schwein sein? Schwein. Ehrlich? Was macht das Schwein denn? Warum? Was macht das Schwein? Es läuft einfach rum. Als ob wir ein Schwein sind. Du bist die Kuh. Oder das Schaf hier oben. Ich wusste es, dass du das Schaf bist. Warte mal. Nee, auch nicht. Bist du das Schwein? Oh. Komm, sei ehrlich. Nein, bin ich nicht. Du bist das Schwein. Ach nein, du bist nicht, ich wusste nein. es. Okay. Ey, Mann, okay. Alter, schon mal, krasses Versteck. Ey, 1-0 schon mal für dich. Ach, Mann, ey. Okay, sehr weißt gut, du was? Weißt gut. du was? Okay, ja, was okay, das war nicht schlecht, aber ich sag, jetzt wirst du mich auf gar keinen Fall finden, ne? Ich geh jetzt kurz nach Hause. Bin ich aber gespannt. Und werd mir kurz was überlegen, ja? Ja, mach das, du mach das. Ich guck sehen, ich bring mir das Dorf hier mal ein bisschen weiter ein. Also bring dir jetzt ruhig ein, das, du wirst sehen. Okay, Leute. Oh. Ich geh jetzt mal wieder in die Stadt rein. Ich hab hier jetzt ganz gut versteckt gerade. Okay, ich würde sagen, ich bin versteckt, Kaspar. Ja, du bist versteckt. In Ordnung. Ich bin versteckt, genau. Oh mein Gott, das ist so ein gutes Versteck. Du wirst mich niemals finden. Siehst du mich jetzt gerade? Siehst du mich jetzt gerade? Spring doch mal in den Brunnen rein, wenn du willst. Spring mal in den Brunnen was? Rein. Ja, los, okay. Mach doch, trau dich. Okay, du siehst, wenn du mich siehst, was mache ich gerade? Nichts. Mach ich hier du nicht. Du machst gerade irgendwo, du tanzt gerade oder so. Was machst du gerade? Ja, okay, Toilette? Du siehst mich also nicht gut. Du siehst mich also nicht gut. Ja, okay. Das heißt, ja, du bist ziemlich weit weg. Okay. Ja, ich könnte ziemlich weit weg sein. Hier oben irgendwo? Bist du hier drüben? Bist du ein Lebewesen? Ja, nee, geht ja, so. Oder, was denn jetzt? Wie, geht na, so? Ja geht oder nein? So, geht so. Ja, was ist denn das für eine Antwort? Geht so. Man geht ist ein Lebewesen so. Oder nicht? Nein, 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 nein. Natürlich bin ich ein Lebewesen. Okay, dann nicht. Dann nicht, okay. Hier irgendwo was. Bist du hier? Okay, kein Lebewesen. Das heißt, du bist ein Block, oder? Bist du ein Block? Irgendwas? Nein, ich bin doch kein Block. Ich finde, du solltest dich mal ein bisschen bewegen. Wenn du cool bist, dann springst du jetzt 5-mal hoch. 5-mal hochspringen? Mhm, dann müsste ich das sehen hier irgendwo. Ich bin schon einmal gesprungen. Einmal bin ich schon gesprungen. Was? Niemals. Ja, doch. Einmal bin ich schon gesprungen. Wo bist du denn? Hä? Oh, zweimal bin ich jetzt schon gesprungen. Schon? Ich bin jetzt schon gerade 2-mal gesprungen, Kaspar. Siehst du mich jetzt gerade? Siehst du mich jetzt gerade? Ja. Und ich bin 5-mal gesprungen. Jawohl. Was? Okay. Hier oben irgendwo? Wo bist du denn? Ich seh dich. Fall doch runter, Kaspar. Fall doch runter. Hier? Bist du in der Nähe von dem Brunnen oder siehst du mich von ganz weit weg gerade? Ich seh dich jetzt gerade. Ich bin in der Nähe vom Brunnen, muss ich sagen. Ich bin auf jeden Fall gut getan. Ich bin auf jeden Fall sehr gut getan. Okay, also du bist ein Gegenstand in der Nähe vom Brunnen. Ja, genau. Ich bin Gegenstand in der Nähe vom Brunnen. Bist du in einem dieser Häuser hier? So ähnlich. Hier war eine Geistertür. Wie eine Geistertür? Es war nur ein Villager. Okay, ist nur ein Villager reingegangen. Ah, ja. Das bist du gewesen. Hier irgendwo? Hier vorne vielleicht? Nein! Hab ich gerade gesehen irgendwo? Hä, wo bist du denn? Hier oben, oder was? Oh, ich sehe das so, dass wir so Minecraft-Noobs sind, ne? Hier auf dem Dach? Wo bist du denn? Wo bist du jetzt hin? Bist du hier dieser Ständer, oder was? Nein, bin ich nicht. Nein? Okay. Du bist hier, nee, das ist der Erdblock? Nee, auch nicht. Hä? Oh mein Gott. Du bist safe hier, im Haus drin, oder nicht? Hier der Tisch. Oh mein Gott. Ist hier der Tisch? Oder hier irgendwie das Fenster oder so? Nee. Ah, oh mein Gott, hey. Stehen geblieben. Nein. Oh mein Gott. Alter, ich was war denn? Oh, ich hatte gerade Angst, dass ich aussehen das Fenster. Guck mal, weißt du, was meine Angst gerade war? Ich stand ja am Fenster, ne? Und ich dachte, du wirst vielleicht so hauen und dann durchhauen und mich dann treffen. Deswegen musste ich wegrennen. Oh nein. Ich dachte, der ist da natürlicherweise gespawnt. Ja, pass auf. Jetzt, ich hab noch was viel krasseres. Jetzt wirst du mich auf gar keinen Fall finden. Okay. Und diesmal. Ich bin mal ganz gespannt, was du da sehen. Alles klar, Freunde. Ich habe jetzt was richtig krasses vorbereitet. Und zwar habe ich unten einen krassen neuen Trank in meiner Mine. Ich hole den mal ganz kurz, Leute. Ihr werdet auf jeden Fall nicht sehen. So, Leute, ich bin jetzt verwandelt. Ich sehe auf jeden Fall gerade noch nichts. Pass auf, okay. So, Leute. Oh, pass auf. Okay. Kaspar, ich bin übrigens schon versteckt, ne? Ich bin versteckt, wenn ich du wäre. Okay, ich komm runter. Also du kannst auf jeden Fall dingsen, ne? Du kannst auf jeden Fall schon suchen. Okay. So. Da guck ich mal genau hin. Ich muss sagen, mein Versteck ist auf jeden Fall richtig krass, muss ich sagen, ne? Das ist richtig heftig. Okay. Das ist echt unnormal. Ich glaube, ich richtig schnell. Ja?
Aber das ist echt auf jeden Fall unnormal. Hier sind die Türen auf? Hier drinnen vielleicht? Nee, auch nicht. Hast du den Villager hier? Haben sie was gesehen hier? Hallo? Bist vielleicht du bin Villager? Ich auch in der Kiste neben dir versteckt, Kasper. Kann natürlich auch sein, ne? Als wenn du mich hier siehst. Das kann natürlich auch sein, ob ich das, wenn ich hier gerade in der Kiste bin. Bist du hier in so einem Stand drin oder so? Warte mal. Bist du ein Block diesmal? Nee, ich bin diesmal kein Block. Ein Block bin ich diesmal nicht. Nein, Block bin ich diesmal nicht. Okay, das heißt auch keine Blume. Also du bist kein Gegenstand, okay? Gegenstand? Nein. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Gegenstand bin. Hey, hier ist eine Biene. Ehrlich? Ey, die erntet einfach auf dem... Die erntet die Futter hier, guck mal, nimm mal. Hä, als ob? Wie? Hä, als ob Bienen... Als wenn Bienen sowas essen hier. Hey, jetzt ist die Kartoffel. Hey, die hat die aufgesammelt. Ich seh dich aber gar nicht. Ich seh dich aber gar nicht jetzt gerade. Hier hast du mich gesehen hier vorne? Hier? Du bist ja, da sehe ich dich. Ja, gönn dir doch die Wassermelone, Kaspar. Gönn dir doch die Wassermelone. Wo bist du? Du musst hier... Du bist das Schwein hier hinten, ne? Du bist hier hinten das Schwein, ich weiß es. Quiek. Au, hör auf mich zu schlagen. Ja, als wenn ich da drauf reinfalle. Du bist nicht das Schwein, du bist das Schwein hier. Ja, mal gucken. Anscheinend auch nicht. Okay. Hey, Mr. Biene. Ja. Guck mal. Hey, die Biene ist bei dir, oder was? Ja, hier ist gerade so eine Biene, die guckt mich genau an. Au, lass mich nicht stechen hier. Ehrlich? Die soll mal abhauen. Au, die sticht mich. Was? Ey, die hat dich gestochen. Oh mein Gott, jetzt verfolgt die mich. Als ob die Biene dich verfolgt. Als ob die nicht gefolgt. Ich muss schnell ein Haus. Warte mal, die können doch keine Türen öffnen. Ich geh schnell ein Haus rein irgendwo. Hier, das hier. Ah, oh Gott, hier bin ich sicher. Hier bin ich alles gut. Ah, oh mein Gott, nein! Was ist das für eine Biene? Oh mein Gott, die hat die Tür aufgemacht. Hä, jetzt auf. Was ist das für eine Biene? Hau auf! Ich hau die zurück. Ah, ich hau die zurück. Oh. Hey! Was? Hey, du hast die Biene? Nein. Hä, wie hast du das denn gemacht? Ich habe so einen Zaubertrank mir geholt. Als wenn du die Biene warst. Ich wollte dich ein bisschen pranken. Okay, weißt du was? Jetzt aber pass auf. Jetzt mache ich komplett. Du wirst mich auf gar keinen Fall jetzt finden, Kasper. Niemals. So wie die anderen drei Male, die ich dich auf gar keinen Fall gefunden habe. Ja, du wirst mich jetzt niemals finden. Du wirst schon sehen. Okay, Leute, diesmal, Alter, habe ich was so krasses, Alter. Der wird mich niemals finden. Und zwar, guck mal. Einfach ein Stein. Gott, kann ich hier durch? Ich bin zu dick. Warte, so jetzt. Jetzt soll ich mich ganz schnell da verstecken, Leute. Ich bin schon versteckt, Kasper. Ich weiß nicht, du bist versteckt? Aber ich bin versteckt. Ja, ich bin versteckt. So schnell auf einmal, oder was? Ja, ich bin so schnell versteckt. Jetzt kannst du mal, wirst du mal auf jeden Fall sehen, wie schnell ich versteckt sein kann. Ne? Okay, ich sag jetzt, du wirst mich niemals finden. Niemals wirst du mich finden, Kasper. Sagst du? Okay. Ich ja, niemals auf finden. Gar keinen wo, Fall. Wo bist du? Bist du hier einer dieser Villager? Ja, dann, guck mal, wie ich dich angucke. Okay. Bau doch mal die orange Wolle ab, wenn du willst. Ist doch auch nicht schlecht. Hä? Bisschen so die Blumen hier, die kleinen Gänseblümchen. Als wenn du hier bist direkt. Platzier den doch. Ey, das Gänseblümchen, was soll das denn? Du bist hier, du bist der Villager hier, ne? Ja, na klar. Aua. Oh, dann bist du der hier. Aua. Ey, nicht zu viel hauen, ne? Sonst hast du gleich keine Versuche mehr. Okay. Aber ist schon ein bisschen doof von dir, dass du gerade die Karotte, jetzt das Karottenfeld kaputt gemacht hast, ne? Hä, also hast du mich eben gesehen, also jetzt gerade siehst du mich nicht. Okay. Hör mal auf, du tanzt, wir sind ja nicht in einem Tanzduell. Okay, du siehst mich also. Ja, ich sehe dich. Also die Aussicht von dem Haus hier oben, muss ich echt sagen, sieht richtig gut aus, ne? Das sieht richtig da oben, gut aus. Oder was? Ja, okay, warte mal, ich habe eine Frage. Bist du ein Lebewesen? Ja, ne? Nein. Also, du bist kein Lebewesen. Ich bin kein Lebewesen. Und ich gebe mir auf jeden Fall gleich einen Namen, aber wenn ich den Namen jetzt verraten würde, dann wüsstest du auf jeden Fall, was ich bin. Du hast gesagt, oben beim Haus. Bist du oben beim Haus gerade? Nein. Oh mein Gott, da wolltest du mich veräppeln. Okay, also das heißt, du bist hier unten. Es kann sein, dass du jetzt die Position wieder gewechselt hast, ne? Kann sein, ja. Ich sehe dich jetzt gerade zum Beispiel nicht mehr. Aber kannst du die Häuser bitte in Ruhe lassen für den armen Villager? Die haben nichts getan. Ja, ich dachte, du siehst mich nicht mehr. Hä? Hä? Das ist ja wohl falsch. Also ich gebe dir einen Tipp. Ich bin in der Nähe von Stein. Das ist so mein... Aber hier ist halt viel Stein, ne? Hier ist überall Stein. Hier war ich ja schon mal eben. Bist du in der Nähe von dieser Kirche hier? Ich bin jetzt gerade mal so Kirche. Ja, ich meine... Ja, okay. Zwei Fenster oben, zwei Fenster unten. Bist du hier? Die zweite Etage sieht auch sehr gemütlich aus, wo du gerade bist, Kasper. Sieht auch sehr gemütlich aus, ne? Aha, okay. Kannst du auch immer das Glas kaputt zu machen? Das ist ganz schön... Ah, als wenn du mich da siehst. Und oben bitte nicht runterspringen, okay? Oben bitte nicht runterspringen. Okay, warte mal. Bist du hier irgendwo? Bist du hier auf diesen schwarzen Blöcken? Wieso bist du so still? Was? Was? Nein. Wieso bist du so still gewesen, als ich da gerade runtergesprungen bin? Warte mal, bist du hier? Hä? Du hier Nein! Stehen geblieben!
Schiene, als wenn du der Stein bist. Verstehen! Oh nein! Ja! Hey, yo, ich hätte dich niemals dort gefunden. Ey, Mann, Alter. Oh. Aber das weißt du was? Dass ich mich jetzt trotzdem gefunden habe. Ich wusste, dass wir beim zweiten Mal. Ich verrate mich selber, ist das Problem. Ich hatte auf, so eine jetzt, Ahnung. Ich hatte jetzt, so eine Kaspar, Ahnung, aber ich wusste es. Es war schwer. Alles oder nichts. Wenn du mich jetzt nicht findest, dann kriegst du mein Haus. Wenn ich dich jetzt, wenn ich jetzt ungefunden bleibe, dann krieg ich da die Diamanten. Okay. Ich bin mal gespannt. Bis gleich. Okay, Leute, jetzt habe ich so einen krassen Plan. Und zwar, es gibt nämlich so Sachen, was ich gerade eben gesehen habe, Leute. Und zwar nehme ich jetzt das hier, Leute. Oh mein Gott, ich bin einfach so eine Hake. Okay, das heißt, ich muss jetzt einmal ganz das Fliegen aktivieren. So, Fliegen ist aktiviert und jetzt kann ich. Okay, ich bin versteckt, Kaspar. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich bin versteckt. Ja, ich gucke gerade noch rum. Ich habe schon ein bisschen geluschert, ob ich dich irgendwo schon rumgehen sehe, aber anscheinend nicht. Keine Ahnung. Ja, okay. Check auf jeden Fall alles. Also, genau, ich bin versteckt. Check auf jeden Fall alles ab, ne? Auch den Villager mit dem Creeper Cape und. Mit dem roten Hut und die Kisten mit dem silbernen Schloss und goldenem Schaden mit Schloss. Das, okay, das bist du nicht. Bist du das hier? Hier? Nee. Bist du ein Lebewesen? Lebewesen bin ich nicht. Nein, Lebewesen bin ich nicht. Hä? Hier in dem Haupt. Hä, die Hake war doch hier eben noch nicht, oder? Hier will ich ja jetzt da dran gehangen, oder wie? Bist du in dem Haus gerade safe, oder? Nein, bin ich nicht. Bin nicht in einem Haus. Du bist nicht in einem Haus und du bist kein Lebewesen. Nein, nein. Aber ich hab eine Idee hier oben. Ja, safe hier oben. Bist du auf dem Berg oben? Ja, ne? Nein, bin ich nicht. Auch nicht? Bin ich nicht, nein, ich bin nicht auf dem Berg. Du bist auch keiner von diesen drei Villagers. Also, ich sag auf jeden Fall so, du warst auf jeden Fall gerade schon in der Nähe. Du warst gerade schon sehr in der Nähe. Okay, so, dann wieder zurück. Bei den Schloss und also, so, du warst schon, sehr, sehr nah. Hier ist heiß wahrscheinlich, ne? Hier. Also auch bei dem einen Haus eben war auch schon sehr nah dran, muss ich sagen. Das war gerade schon sehr nah dran. Wo ist denn die Hake? Ist sie jetzt hier reingegangen, oder was? Drin irgendwo? Jetzt kommt der Villager hinter mir her. Hier, hau mal ab hier. Da. Ich sperre dich hier drin ein. Okay, so. Ja, alles gut, Kasper, okay. Alles gut. Bist du die Hake? Bist du die Hake irgendwo? Wo bist du denn? Ich bin nicht die Hake, nein, bin ich nicht. Na gut, okay. Hier oben, dann fütter ich mal hier oben. Ja, das macht so viel Spaß. Was? Wo bist du denn? Ich bin hier nirgendwo. Siehst du mich jetzt gerade? Ja, hör mal auf, jetzt hier am Brunnen da rumzulaufen. Ich sehe dich doch jetzt gerade. Oh, hier ist eine Tür aufgegangen. Hier, der Villager. Hau ab hier. Ja, der arme Villager. Also, oh mein Gott, ich sehe dich! Nein! Oh, stehen geblieben! Nein! Stehen geblieben! Wo bist du? Als wenn, wo bist du hin? Ja, ich sag, du wirst dich niemals kriegen. Glaub mir. Du kriegst mich niemals. Ey, was? Ich hab dich da genau gesehen. Ey, Mann, was? Oh mein Gott, da warst du einfach die Hake. Nicht schlecht. Oh, warte, okay, warte, dann komm mit, Sekunde. Okay, weißt du was? Hier. Was denn? Das ist dein Haus jetzt. Ja, hier, ich geb dir deinen Schlüssel. Haus. Das hier. Ist mein neues Haus, ja. Du musst auch schon den Schlüssel nehmen, ne? Du musst. Ja, ist ja gut, entspann dich. Ja, kannst du die Tür noch bauen zu deinem neuen Heim. Ich will den Sieg genießen, das ist hier mein Triumph, ja? Ja, dann mach ruhig die Tür auf, Kaspar. Aufmachen und... Oh Gott, wieder aufgeschlossen. So, zeig mir hier was. Ja, viel Spaß. Hau rein, bis zum nächsten Heidensieg, Kaspar. Ciao. Yo, was ist das denn für ein cooles Fahrrad, Kaspar? Wieso bist du so klein? Ich weiß auch nicht, warum bist du so klein, hä? Gute Frage, wieso ist alles so klein? Oh mein Gott, auch das Schwein, ne? Und sie auch? Ich seh grad, was Panda? Ist denn das für eine Welt hier? Guck mal, der Panda! Glaub, hier sind wir, glaube ich, alle in so einer kleinen Welt oder so gelandet. Und ich glaube, wir müssen heute die Welt ein bisschen erforschen. Erkunden. Und dann können wir nämlich auch so neue, coole Fahrzeuge freischalten. Okay. Hey, runter da vom Fahrrad! Alter, wie hoch springst du? Guck mal, selbst die Tiere sind klein, ne? Guck mal hier, die Kühe! Oh mein Gott, die haben aber trotzdem große Köpfe! Guck mal, klein Tiers! Was? Okay, komm, lass mal weiter reingehen zum Haus da vorne. Ich glaube, da vorne ist nämlich jemand, der auf uns wartet. Und wir müssen auf jeden Fall mit dem reden. Nein. Alter! Nein! Yeah, Bro! Was geht ab, yo? Alter, du bist ja voll der krasse Go-Kart-Dude. Ich pass da unter durch. Hui! Ich pass da unter Nein. durch. Yo! Ja, ein Einkaufswagen! Aber mit dem kann man nicht springen, mit dem kann man nur fahren. Ah ja, okay. Komm, wir gucken weiter. Da vorne ist so ein Typ, mit dem wir reden können, glaube ich. Ja, da vorne ist der. Hier steht nämlich, hey. Okay.
Was sagt er? Fahrrad selber craften. Mit den Sachen anscheinend. Guck mal, das heißt, ich hab meins. Ich hab jetzt auch ein BMX. Guck hier. Ich jetzt ein Fahrradhelm noch? Das Ding ist, warte, haben wir eine Crafting Bench irgendwo? Nee, ne? Oh. Warte, ich komm kurz. Lass mal zum Haus gehen, weil da gibt's auf jeden Fall noch viel mehr, was wir machen können. Vielleicht gibt's auch noch so Mini-Helikopter und sowas, ne? Aber die Häuser sind ja ganz normal groß, ne? Also entweder sind wir extrem mini-klein oder die Häuser sind alle extrem groß. Ich glaube, wir sind einfach nur mini-klein. Alter, guck mal, ich glaube auch, dass wir mini-klein sind. Guck mal, was ich aber machen kann, warte. Sag mal. Yeah. Oh. Ja, da passt du unten drunter. Ey, aua! Ne? Hör auf! Okay. Komm so, her, hier! Hör auf jetzt! Was ist da? Was soll das? Du bist ja jetzt auch selber langsamer, oder nicht? Oh, ich bin nein. Nein, wo bist du? Zeig dich! Also, abspülen bitte, ne? Also, hier sind immer so Kisten in den Häusern. Wir können ja mal gucken, was wir da noch so finden. Ich bin immer noch langsam. Ja, was ist ja wie es ist. Du bist halt ein Miniaturbaby. Du bist ein Miniaturbaby. Ob, hier oben. Also. Hä? Was ist denn das? Attrappe ist das, glaube ich. Das ist einfach eine Attrappe. Okay, komm, wir gehen zurück, Das sind ja hier nur Müllhäuser. Lass mal hier wirklich richtig einmal gucken, wo wir so Helikopter finden und sowas. Und ja, so wir brauchen jetzt so kleine Mini-Helikopter, mit denen wir halt hier entkommen können aus dieser komischen Miniaturstadt. Und dann gehe ich jetzt hier in das Haus hier rein. Ja. So, ich muss einmal kurz hier meinen Einkaufswagen davor abstellen. Boah, der hat sogar so ein krasser Driveway, sehe ich gerade, aber da ist nichts. Also keine krasse. Ein Creeper! Oh mein Gott, ein Baby-Creeper, der ist so groß wie ich. Was? Komm mal raus hier. Ich lock ihn weg. Komm, du Baby-Creeper, da komm schon. Guck ihn dir mal an, Alter, wie der aussieht. Der explodiert gleich. Ich muss hier. Los! Warte, ich komm raus. Und dann Zombies! Ich glaub's nicht, Digga. Ich komm raus, ich komm raus. Digga, wie der aussieht. Der hier vorne, der explodiert gleich. Was? Guck ihn dir mal an. Der sieht ja voll witzig, aus. Komm an hier, Hier, warte, ich komme. Glaubst du, der Explosionsradius von so einem kleinen Creeper ist jetzt genauso stark wie vom großen? Probier aus, würde mich interessieren. Wow, ja, okay, der macht genauso viel Schaden wie ein großer. Genauso viel Schaden? Ja, safe. Wir haben jetzt hier beide einen Go-Kart, ne? Oh mein Gott, was? Hier, mit Ketten und sowas. Hä, siehst du sie nicht, die Zombies? Doch klar, die sind Baby-Zombies halt. Ganz viele. Baby-Skelett! Oh mein Gott, ich seh's grad. Oh, Hilfe! Aua, ich bin fast tot. Warum sind hier keine Dinge, keine Kisten? Alter! Die ganzen Zombies! Das Skelett ist ganz schön nervig. Oh Gott. Der schießt die ganze Zeit Pfeil auf mich. Der schießt mich auch ab. Aua, ich bin echt tot. Oh mein Gott, ich bin auch gleich tot. Alter, mich hat das vielleicht geholt. So. Ich hab noch 3 Herzen. Los, hau das doch raus. Digga, du haust es ja nicht mal. Doch, hab ich. Du bist ein blödes Skill. Ein Herz. Ich baue was zu essen jetzt gerade. Halbes Herz. Oh Gott. Au. Warte, hier vorne. Oh, ich wurde vom Skelett erschossen. Ich auch. Okay, wo bist du? Bist auch hier? Ja, bist auch hier. Okay, kein Problem. Weil wir können jetzt nämlich da vorne zu dem anderen Haus gehen. Alter, du bist doch viel zu klein. Na raus! Du bist ein kleines Boot! Na raus! Aber ich kann jetzt hier durchdüsen. Aber selbst die Schweine sind hier mega, mega klein. Warte mal, hier links, da waren wir noch gar nicht. Wieso, was ist da? Hier ist komplett so eine neue Stadt. Okay, warte mal, hier ist eine riesen Garage. Ich geh jetzt gerade in das Haus rein. Es muss ja irgendwo ein Haus sein mit so einem Helikopterlandeplatz auf dem Dach, oder? Na genau, mit einem Helikopterlandeplatz. Ich geh mal ganz kurz hier nach oben, außer es ist wieder so eine Attrappe. Da ist ein Kisten. Bitte lass dir was Gutes drin sein. Ja, jetzt. Nein! Was ist da? Ein Skelett wieder. Digga! Ja, hey, das hängt da fest. Ich kann es nicht hauen. Ja, müssen wir mal hier in einen anderen Gang reingehen. Das andere Haus, komm mit. So. Und zwar zum Nachbarhaus. Guck mal, die Dachterrasse sogar. Oh, was ist denn da unten? Hab ich gesehen, das Skelett. Nee, guck mal, das Schaf. Was hast du denn gesehen? Oh Gott. Was ist denn hier? Achso, hier sind die Autos. Okay. Oh mein Gott, das Skelett ist hier. Bro, eine Spinne, nimm mir nicht eine Babyspinne. Wie sieht die denn aus? Was? Na, komm mal her, mein Kleiner. Also dieses Skelett, ne? Wie die aussieht, Digga! Ja, hier ist eine Kiste, bitte lass was drin sein. Wie die aussieht? Ja, na, komm Knochen. Mal her, mein Kleiner! Ja, fütter mal der Spinne hier den Knochen, Alter. Geht das? Wie die aussieht. Oh mein Gott, ich hab sie auch hier gerade, die Babyspinne. Ja, die sieht eigentlich ganz süß aus, ne? Die sieht echt voll süß aus. Okay, hier ist, glaube ich. Also hier ist ein Gaming-Zimmer. Was? Also irgendwo muss ja ein Nachbar so einen Helikopterlandeplatz auf dem Dach haben. Ich würde gerne immer mit dem Helikopter. Wir müssen mal nach links gehen. Wir müssen, glaube ich, einmal genau diagonal gegenüber, oder nicht? Ja, könnte gut sein. Ich bin jetzt gerade hinter dir. Der hier irgendwas hat, das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Alter, weil der wird bestimmt einen Helikopter, einen Mini-Helikopter haben, den wir brauchen. Oh, warte mal. Das sieht schon nach so Landebahn aus, oder nicht? Oder das ist normal. Wollte ich nämlich gerade sagen. Ja. Aber die Straße ist doch viel zu groß. Ja, sieht gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Guck mal hier, Fußballspielfeld.
Was? Guck mal! Haben wir auch einen Fußball? Das wäre richtig cool. Nee, haben wir nicht. Warum ist das schief? Warum ist das vor allem so groß? Ja, ja. Warte mal, da ist ein Riesenpalast. Oh, da, oh mein Gott, da ist das. Da ist das. Da ist locker der Helikopterlandeplatz. Safe. Das ist ja ein absolut Riesenpalast, Alter. Alter, wie groß ist das Haus? Das ist mein Haus übrigens, ne? Das ist mein Haus. Das ist ein Schloss. Das ist gar nicht dein Haus. Doch, hab ich mir gekauft, ich hab's dir noch nicht erzählt. Oh, und wieder die Spinne. Das sieht krass aus hier, Alter. Was ist das? Was war da drin? Sag ich nicht. Was war da drin, Alter? Sag mal. Alter, was denn hier? Der Pool, der Garten, der... Ich muss aufs Dach, der hat locker einen Helikopter oben. Ich sehe doch die Treppe da. Oben auf dem Dach, ich weiß, der muss einen Helikopter haben. Also wenn der kein Helikopter hat, ein Schloss und so. Dann wundert mich das auch ganz stark. Also, Creeper! Oh Gott. Was ist das? Oh. Was ist denn das? Alter! Jetzt habe ich schon da gerade gespawnt. Guck mal hier. Oh Gott! Oh Gott! Oh! Was passiert hier gerade? Ja. Das kann nicht sein, dass du das geschafft hast! Wo ist der... Au! Wo ist der Helikopter jetzt, Mann? Alles voll blöd! Warte mal, hier schwimmt das Ding, was du gespawnt hast! Au! Hier ist dieses kleine Ding, was du gespawnt hast! Creeper! Digga, am Spawn! Nein! Juhu! Ab geht's in den Urlaub, Kasper! Urlaub! Oh. Wow. Ey, wir haben uns hier einfach eine eigene Insel gemietet, was? Ne? Wieso sieht die so cool aus, sag mal? Die sieht extrem cool aus. Alles machen, Pool und ja! Ja, wir haben so einen eigenen Pool, sehe ich gerade. Das Coole ist auch noch, wir können ja so Federball und alles mögliche spielen. Guck mal, jetzt auch Volleyball, wir können hier ne? mega viele Sachen machen. Oh, au! Was war das denn? Da war der Ball. Ui! Ah, oh mein Gott, warte, ich schmeiß jetzt zu, pass auf. So, das Ding ist, heute können wir extrem viel machen. Wir haben auch hier so eigene Jetskis und sowas. Oder auch das hier. Was? Ey, so ein Plüschpelikan. Ich will mit dem Jetski mal fahren. Das Jetski ist direkt hier. Aber es ist noch nicht alles. Wir können auf jeden Fall auch richtig viel machen. Das war auf jeden Fall ein richtig teurer Urlaub, ne? Ein 10.000-Euro Urlaub. Was? Das ist ja wie in den Malediven hier, sag mal. Komm mit. Wir müssen erstmal hier ein bisschen erforschen. Und zwar, guck mal hier. Das nenne ich mal All-Inclusive. Wir haben ein Schloss. Guck mal, hier können wir auch nochmal spielen. Richtiges Volleyball. Ah, okay, komm, warte. Und spiel rüber. Bist du bereit? Okay. Ja. Hoppa. Das musst du nochmal machen. Und, ja, und zack, ja, in der Luft. Nochmal. Verdammt. Und rüber hier. Ja, Alter. Der Punkt ging auf jeden Fall easy an mich. Wow. Ey, zurück mit dem Ding. Mann. Noch ein Punkt. 2-0. Okay, warte. Okay, ja. Ja, das ist schon... Okay, das Ding ist, wir können aber auch noch Fußball spielen, ne? Also wir können auch noch Fußball spielen, wenn wir wollen. Aber das heißt, hier können wir schon wegkicken. Mit dem Fuß so kicken. Ey, aber so. Ich muss sagen, so Ballsport ist ja alles schön und gut. Aber weißt du, was viel cooler ist? Wenn man einen Quad hat. Was? Wow. Ey, das Quad sieht ja richtig cool aus. Wo fährst du? Warte, ich hab auch einen Quad. Guck mal hier. Stimmt, das ist noch... Ey, ich will ein gelbes. Ich will das so. Gelbe. Nee. Ey, das ist schon mega cool, ne? Das ist echt schon mega cool mit dem mega, Ding. Mega cool. Aber pass auf, komm mit ganz kurz. Und zwar haben wir nämlich die Möglichkeit, hier zu diesem Haus zu gehen, weil das ist gerade zum Verkauf. Ist das unser Haus hier, wo wir einziehen können? Unser Hotelzimmer? Theoretisch ist das hier unser Hotelzimmer. Wir haben auch hier einen funktionierenden Fernseher, wo so Fischis so ein bisschen so coole Sachen machen. Cool. Wir haben richtig viel hier. Gut, in den Kisten ist jetzt gerade Pizza! Und guck mal, Pizza! Stimmt, hä? Oh mein Gott, das ist hier, mega cool. Guck mal, ich habe ein Stück genommen. Wie, du hast ein Stück genommen? Ich habe ein Stück Pizza genommen hier aus dem Karton. Hä, wie hast du denn das gemacht? Ja, das kriegen nur die Profis, die auch Pizza verdienen. Okay, wollen wir mal in die Burg reingehen? Wollen wir in die Burg reingehen? Weil dann können wir nämlich heute mal... Willst du da schon rein? Ja, okay. Wir können auch eigentlich theoretisch in der Burg ein bisschen was erforschen. Ja gut, wenn du unbedingt willst, dann lass uns da mal reingehen. So, wir haben auch dahinter noch ein geheimes Haus, das wir uns später angucken werden, ne, auf der rechten Seite. Was ist hier alles, sag mal? Das sieht auch mega krass aus. Oh mein Gott, der macht mir Eis. Wieso? Guck mal. Nein! Ich hab ein Eis! Ich will auch eins! Und hey, Erdbeere, cool ist das bitte! Denn? Ja, lecker! Ey, mega cool! Oh, ach, hast du gerade Hunger oder was? Ich hab noch keinen Hunger. Du musst ja sprinten, dann geht das, dann kriegst du auch Hunger davon. So, was ist hier? Oh, hier können wir mit dem Auto auch fahren. Eine Kartstrecke! Eine Kartbahnstrecke! Oh mein Gott! Guck was mal! Hier sind die Dingens! Oh, ein Motorrad! Auch Taxi und sowas! Hä? Nee! Ich bin ein Taxifahrer! Mein Motorrad ist in den Brunnen gefallen! Warte, ich hol's raus! Oh, wohl raus nicht. Da! Kann ich doch bei geht dir einsteigen? Geht nicht, ja, theoretisch schon! Dann können wir gleich mal damit eine Rundtour machen. Ich muss mal ganz kurz hier parken, ne? So, wir parken mal ganz kurz. Ist sogar so ein Golfkart hier. Aha. Ich weiß, sogar Golfkarts. Okay, wollen wir reingehen hier ins Hotel? Aber wir müssen auf die andere Seite dafür. Steigen Sie ein. Ehrlich? Steigen Sie ein. Können wir hier hinten reingehen? Hier ist doch voll die große Öffnung, oder nicht?
Hier gibt's auch Fahrräder, hey, und Skateboards. Cool. Okay, dann mal gucken. Ich will mal wissen, wie dein Hotelzimmer aussieht, ne? Oh. Ja, ich zeig dir mal. Ich habe natürlich Lobby? Die Luxus-Suite gebucht. Ne? Die Lobby ist auf jeden Fall echt cool. Nee, nee, wir sind schon eigentlich im Online eingecheckt. Also alles entspannt. Oh mein Gott, Leon. Hier kam was raus, eine Kartoffel. Lecker. Was? Aus dem Automaten? Ja, und zack. Oh, ja, ich hab sie auch. Gut. Ey, das ist halt mega cool. Okay, pass auf, ich zeig dir jetzt mal mein Zimmer. Hier erstmal in den Fahrstuhl rein. Okay, dann lass den Fahrstuhl rein. Okay, und wir wollen nach oben in die Premium-Suite. So. Und noch weiter nach oben. Noch höher. Und jetzt sind wir ganz oben, ne? Oh mein Gott, die teuersten Zimmer. Sind wir ganz oben? Bist du sicher? Oh, mit Flachbildfernsehen. Ich mach dir mal ganz an. Oh, eine krasse Aussicht auf jeden Fall, ne? Mir gehört hier alles, musst du dir vorstellen. Als ob die echt... So, frische Luft. Also. Ich will auch ein bisschen atmen. Ja. Ja, ey, okay. Ja, ja, okay. Auf damit. Alter, die ist auch echt krass. Ne? Da ist sogar eine Rutsche, sehe ich gerade. Wo ist? Ich will rutschen. Wo ist ein Balkon? Wie cool ist das denn? Ey, ich habe zwei Herzen. Ehrlich? Oh nein. Guck mal, siehst du mich hier unten? Ich gehe aufs Sprungbett drauf. Hier, guck mal. Oh mein Gott! Was? Auf! Was sollte das denn? Weil du nur zwei Herzen hattest. Warte mal, ich spring auch mal ganz kurz. Das hat wehgetan. Oh. Ich sehe dich da hinten. Okay. Alter, hier sind nicht sogar schlecht. Dingens. Hier sind sogar Tiere drin, ne? Warte. Oh. Nein! Nein! Oh, ich bin fast draufgegangen. Ich habe nur drei Herzen. Also, jetzt habe ich ja mein Zimmer. Ja, nicht schlecht. Ich habe jetzt mal gezeigt. Zeig mal dein Zimmer. Ja, ich hab dir mein Zimmer gleich geholt. Dingens, ich konnte mir leider die Luxus-Suite nicht leisten, weil der Rest schon vor dem Flug und so aufgegangen ist. Deswegen müssen wir mit der Treppe nach oben wahrscheinlich. Wir müssen hier links hoch. Und wir können uns einfach mal ganz kurz hier die neuen Sachen holen. Und zwar einmal ganz kurz hier einen Apfel. Oder was ist das? Nee, Äpfel. Lecker. Äpfel gibt es aus dem Automaten. Und wenn du willst, können wir auch noch hier. Genau, wir können auch so Bananen mitnehmen oder hier noch Karotten. Aber komm, mitten hier nach oben, und zwar müssen wir leider die Treppe nehmen. Oh nee, ne? Ich lauf doch jetzt nicht. Tut mir leid, ich hab nicht so viel Geld. Alter, ich lauf doch jetzt nicht, sag mal. Okay, dann komm. Was soll das denn? Dann gehen wir mal nach oben. Ich mal schon mal den Apfel. Der Apfel ist nämlich sehr lecker. Hier ist nochmal so eine normale Lobby. Oh ja, Pizza. Guck mal, Pizza. Hier ist ein Geheimweg nach oben. Ich hab Pizza. Hä, ehrlich? Was ist denn das für ein Geheimweg? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wo geht's hier? Aufs Dach, aber aufs Geheime. Hä? LOL, hier ist ein Helikopter. Oh mein Gott, das ist die Dachterrasse. Was? Guck mal. Hä, mit dem können wir ja gleich fliegen, ne? Mit dem können wir gleich fliegen. Und da hinten sind die anderen Häuser. Oh mein Gott, ich steig lieber aus. Bevor hier was passiert. Okay, zeig mir mal dein Zimmer erstmal. Warte, da hinten ist auch ein Leuchtturm, sehe ich gerade. Da lass auch noch gleich hin. Und okay, Tennis. Okay, ich zeig dir erstmal kurz meine Bude und dann können wir gleich nochmal Tennis spielen. Wow, hier ist ein krasses Sprungbrett. Alter. Was? Du kannst von hier oben in den Pool reinspringen. Als ob. Ja, Mann, da sollst du einfach extra reinspringen. Das muss ich gleich machen. Okay, komm. Okay, also. Zeig mal her dein Zimmer. Also, meine Bude ist hier. Das ist das Zimmer 606. So, komm mal rein hier. Es ist ein bisschen kleiner. Hey, ich habe auch einen Balkon. Was willst du von mir? Guck mal, ich hab Traumfernseher. Also, guck mal, ich meine es nicht böse, aber hier. Was zahlst du hier für das Schrottzimmer? 300 Euro die Nacht. Also, was? So viel? Das hast du ja aber ordentlich abpacken lassen. Wir sind hier doch auf einer privaten Insel. Wir können doch noch mit der Yacht fahren. Sag mal. Mann, dein Zimmer, ich finde das total blöd. Das finde ich richtig uncool. Ey, das Zimmer als ist voll Strafe, cool. Weil du so ein blödes Zimmer hast, musst du jetzt vom 200-Meter-Brett springen. Vom 200-Meter-Brett? Mhm, als Strafe, hier oben. Okay, warte, ich springe in den Pool davon. Keine Sorge. Und dann ich bin mal gespannt, ob du da auch reinkommst. Ne? Das ist halt Alter, ein Sprung. Und? Wow! Oh mein Gott! Ja, du hast es geschafft. Hier sind Zombies drin. Hilfe. Oh nein, los. Oh, du jetzt auch. Ich sammle dich ein mit dem Helikopter und dann kommen wir zum Tennisplatz. Nee, komm mal runtergesprungen. Ich will sehen, wie du springst. Nein. Wo bist du, Kasper? Ich starte das Ding. Oh mein Gott. Yo, du hast einen Helikopter. Oh mein Gott, Crash. Nein. Mann, das hat ja toll funktioniert. Mann, hat das super funktioniert mit deinem blöden Helikopter. Boah, sind die schnell. Nee. Ich hab einen Kugelfisch gefunden. Ehrlich? Okay. Einmal ganz kurz vorsichtig. So. Okay. Und jetzt haben wir ja, guck mal hier. Bei der Yacht, die kann man natürlich immer so pro Tag halt immer mieten. Hier hast du dann so Lagersachen. Hier kannst du halt so schlafen drin, ne? Genau, Doppelbett, ne? Und sowas. Krass. Darfst du halt nur nicht seekrank sein. Wenn du seekrank bist, dann ist das wahrscheinlich nicht so gut. Hier. Auf jeden Fall gemütlich. Und hier auch ordentlich Melonen, sehe ich gerade. Ja, Melonen können wir auf jeden Fall nehmen, damit wir schön essen können. Ui, Alter, richtig viele Melonen sogar. Aber das Coolste natürlich an Deck, ne? Wenn man oben sich sonnen kann und so. Ein bisschen entspannen einfach. Ne? Ja, du kannst dich da richtig hinlegen. Kannst richtig hinlegen. Glaubst du, man kann die auch. Hier ist eine Lavalampe, guck mal. Wo ist eine Lavalampe? Sieht voll cool aus. Hier die. Die kann man an- und ausmachen. Wie den Fernseher. Alter, und hier. Backboard, Steuerbord. Oh mein Gott. Fährt die los jetzt? Okay, fahr los. Ich still hier.
gib Gummi. Ja, ich gebe Gummi, aber es passiert nichts, oder? Hier ist noch ein Getränk, das muss ich mitnehmen. Ich kann es nicht mitnehmen gerade. So, dann lass mal wieder ein Jetski nehmen. Lass mal ein Jetski nehmen, ja, weil wir können jetzt da vorne einmal zum Leuchtturm fahren. Weil da können wir nämlich Tennis spielen, Kasper. Wo bist du? Hä, beim Leuchtturm, wo bist du? Ach so, warte, ich komme zum Leuchtturm. Ich wollte eigentlich zum Tennisplatz, okay? Ach so, ich hab nicht gesehen den Tennisplatz. Nee. Mach doch jemand ein Lagerfeuer, guck mal. Stimmt, hier sind wohl noch andere Leute drauf, hä? Okay, das ist natürlich... Die einfach krass. Ihr Feuer hier auf entspannt. Okay, ja. Auch nicht schlecht. Okay, lass mal zum Leuchtturm gehen. Ich glaube, im Leuchtturm sind nämlich extrem coole Sachen drin. Oh mein Gott, was glaubst du, ist da? Oh, ich glaube, dass, hier ist der Eingang. Glaubst du, die kann man sich auch buchen? Alter, was ist denn... Au! Was ist denn das hier, Alter, neben dem Leuchtturm? Zeig mal, das ist noch das zweite Resort. Charlie Resort heißt das. Das ist Charlie Resort, ja. Das ist extra für Kinder und sowas. Okay, aber ich würde sagen, erstmal safe. Erstmal okay, würde ich sagen, ab lass in den Leuchtturm rein. Lass uns in den Leuchtturm gehen, du hast recht. Okay, ich habe gehört, das hat mir der Typ in der Lobby erzählt vom Hotel. Eine Nacht im Leuchtturm kostet 2000 Euro. Und jetzt können wir mal gucken, ob es das auch wert ist. Wer will denn im Leuchtturm sein, hä? Ja, wenn das so cool eingerichtet ist, aber guck dir das aber mal an. Aber es ist null cool eingerichtet. Das ist ja kompletter Müll, dieser Leuchtturm. Das ist komplett Müll, man hat oben halt nur die Lampe, dann verwechselt. Das hier ist ja wirklich nur ein Leuchtturm. Also der Leuchtturm. Ich glaube, du hast es verwechselt, Kasper. Oh mein Gott, du hast Verbot. Wir dürfen, hallo, du hast Verbot. Du bist zu alt dafür. Hey, ich bin nicht zu alt. So, du bist zu alt, du musst nach Hause. Ich kann auch ein Eis mitbringen. Alter, sieht schon cool aus hier, ne? Die Pizzeria sogar hier. Und nur Pizza. Ey, auf jeden Fall. Oh, ich hab auch Pizza. Ich esse eine Pizza. Oh mein Gott, wollen Sie bitte für die Pizza? Pizza, lecker. Ich bin Pizza, Mann. Pizza. Ich bin die Pizza. Okay, warte, ich komm mal ganz kurz. Schlecht. Hier hat man auch immer dieses... Oh mein Gott! Was ist das? Tandems? Nee, das sind normale Fahrräder. Wow. Alter, warte mal, ich komm auch. So. Yo, was ist hier alles? Alter, was? Alter, das macht voll Spaß. Die haben mega viel. Du kannst sogar auf Safari gehen. Ein Polizeiboot. Oh mein Gott! Was? Cool. Lass mal ein bisschen entdecken. Lass mal ein Auto nehmen, dann sind wir schneller. Und dann gucken, fahren wir hier mal ein bisschen über die Insel rüber, okay? Ja, genau. Ich nehme das Pizzamobil. Wir müssen Pizza ausliefern, schnell. Okay, du bist... Ich nehme den Bus. Ich nehme hier den Bus, nehme ich einfach. Okay, los geht's. Dann können wir jetzt hier mal ein bisschen alles abchecken. So. Alter, ich sehe die Straße gar nicht. Ich auch nicht. Was kommt da hinten noch? Ich fahre hier ganz lange geradeaus. Wo bist du denn? Wo bist du lang gefahren? Einfach geradeaus. Aus dem Dorf. Hier ist ein Dorf. Nee, was ist das denn? Wo geradeaus aus dem Dorf? Privatflugzeug. Wo bist du? Ein Lamborghini. Warte, ich komme, ich bin auf dem Skateboard. Einfach diesen langen Weg danach. Nee. Ja, kommst du da oben hoch? Achso, warte. Ich seh dich da, ja, da bist du. Ich bin am Skaten. Woohoo, oh mein Alter. Gott, das sieht ja richtig crazy aus. Hä? Hier ist eine Landebahn für einen Privatjet. Alter, was? Komm, wir fliegen eine Runde. Oha, dann ist doch noch ein Dorf. Okay, warte. Alle Passagiere bitte an Bord gehen. Okay. Bist du bereit? Warte, ich will nach hinten. So. Erst noch mal kurz was. Geht nicht, ich kann nicht hinsitzen. Verdammt. Okay, mal gucken. Oh. Es geht los. Und wow. Kasper. Alter, wir sind im Flugzeug. Wohin? Da hinten ist, glaube ich, nichts. Ne, da ist, da ist nichts. Wir drehen jetzt zurück zum Resort. Hier ist ein krasses Dorf. Oh, nee, das Gott. Brauchen wir nicht. Wir gehen zurück zum Main Resort. Wir gucken mal, warte, was wir jetzt noch finden. Was machst du? Ich hab ein halbes Herz. Da war noch ein anderes Flugzeug. Ich wurde ausgeschlossen. Schiffbrüchig. Oder flugzeugbrüchig. Ich nehme mal ganz kurz das andere Flugzeug. Dann lass mal kurz dahin fliegen. Wo bist du? Du siehst das schwarze Flugzeug in dem Baum, in dem Baumkron unter. Wow! Okay, ich komme und ja! Okay, das ist ein Einfliegen, ein Personenflugzeug. Ah. Wie komme ich jetzt da oben zu meinem anderen? Warte mal, vielleicht kann ich hier hochklettern. Ich habe eine Idee. Nein! Zack. Ich häng auch durch. Ich hab's wieder gleich. Warte. Hast du's? Bist du drin? Und hier noch rauf. Klau mir das nicht! Oh. Ja, ich hab's! Ich bin auch drin. Okay, es ist das andere auf dem Dach. Okay, lass mal da vorne hin, geh zu dem geheimen Haus, das echt richtig cool aussah, ne? Oh ja, da hinten, ne? Hier, jetzt unten. Achtung, einmal kurz vor... Oh mein Gott, ich bin rausgefallen! Aua! Alter, ich flieg weiter! Ich bin rausgefallen! Pass auf da mit dem Helikopter. Ich komme. Pass bloß auf. Ich komme, Kasper. Wo bist du? Ich seh dich nicht. Ich bin auf dem Weg mit dem Helikopter. So, er wackelt ein bisschen. So, siehst du mich? Nee, man sieht dich. Oh mein Gott, da bist du. Ich häng fest. Wow, au, sag mal, hör doch mal auf damit. Tut mir leid. Bin nicht lustig. Hier darf man nur 50 km/h fahren, sehe ich gerade. Ne? Hier ist das Flugzeug gelandet, guck mal. Oh mein Gott. Und hier ist auch noch ein Haus zu verkaufen. Das ist voll klein, Alter. Das ist ja extrem klein. Ein Billighaus, das ist für die Arbeiter, glaube ich, die hier arbeiten. Ja, ich glaube auch. Okay, lass mal zu einem geheimen Haus gehen. Warte mal, hier ist nicht nur ein Geheimhaus, hier ist auch eine geheime Höhle. Was? Aber ich glaube, hier wird gerade gebaut.
Ja, so, okay, die wollen, ist abgeschlossen. Ich glaube, die wollen hier so ein Unterwasser-Resort durchmachen, ne? Das ist oder so einen riesigen Schwimmpark. Könnte auch sein, ja. Cool. Okay, was ist was hier? Hier sind noch Kartoffeln, die brauche ich. Ne? Ich brauche auch gerade Essen. Ey, Bro, so. Setz dich zu mir. Schön eine Packung Chips, ein paar Kartoffelchips. Lecker. Hey, warte, ich brauche noch ein bisschen. Komm rein, hier, Kollege. Hier bin ich. Alter. Okay, komm, Alter. Mama Mia. Wir gucken mal, was oben ist. Hier oben? Ja, was haben wir hier oben drin? Spinne. Ein Abzeichen. Nein, hier ist gar nichts. Glaubst du, ich schaffe den Sprung von hier ins Wasser? Oh mein Gott. Schaffst du nicht. Aus dem Hotelzimmer raus. Schaffst du nicht. Ich mach den Zaun dann auf. Der geht nicht auf, der Zaun. Ding ist, das Coole ist jetzt auch noch, wir können das Flugzeug nutzen. Ja. Und damit können wir jetzt nämlich nach Hause fliegen. Oh, na, ich will doch nicht. Ich bleib hier. Die Touri nach Hause, alles gut. Hä, das Resort ist doch mega krass. Dann fliege ich halt zum Hotel. Mach's gut. Okay, dann so. mach das. Alter, ich muss schon sagen, hier lässt es sich auf jeden Fall aushalten. Auf jeden Fall. Das ist extrem cool. Urlaub. Kaspar, ich sehe dich da hinten. Alter. Wo bist du denn? Ach, da bist du. Ich öffne gerade meinen Lucky Block. Oh mein Gott, wir haben nämlich Lucky Block Skywars. Wir spielen nämlich, Alter, ja man, Skywars Lucky Block. Ich habe noch nie gehört vorher oder gesehen. Ich auch nicht. Ja, auch nicht bei anderen YouTubern. Was haben wir hier drin, hä? Ich würde, wenn ich du wäre, nicht in die Mitte gehen, ne? Ich würde, wenn ich du wäre, auch... Digga, du gehst dann sofort weg. Aber sofort aus der Mitte raus! Hab jetzt! Oh mein Gott. Aber ich hab nur ein krasses Schwert jetzt gerade bekommen. Nein. Wow! Ich bin runtergefallen. Ich hab direkt gewonnen. Ich bin runtergefallen. Wie schlecht war das denn? Und glaub mir, fällt da einfach runter, ey. Okay. Ja, mein Gott, kann auch passieren. Nur weil ich hier ein Neverite-Schwert hatte. Ach, damit hätte ich ja sowieso eigentlich schwierig. Ja, und ich hatte noch Goldäpfel, 5 Stück. Ey, was ist denn das? So eine Ratte hier, verdammt, ey. Ach, so eine Ratte, was laberst du? Ja, so ein Endermite da, weißt du, was ich meine? So. Ach so, ja, okay. Hier, ein bisschen was aufmachen, auf entspannen. Geh nicht in die Mitte und hol wieder die Kisten, Digga, das ist unfair. Wieso, soll es unfair sein? Ich will auch in die Mitte und mir die Kisten holen. Hier sind gleich keine mehr. Digga, du hast ja schon alle Ammo geholt! Ich bin... Wer spielt so? Was wartest du? Worauf wartest du denn auch? So. Sag mal, Kollege. Ja, was? Chill doch mal. Ja, was? Wenn du hier so Faxen machst. Hör auf. Okay, hör auf. Okay. Ja, ich fall schon wieder runter, weil ich zu schlecht bin. Nicht dein Ernst, oder? Was ist das? Ey, das glaube ich jetzt nicht. Ich habe nicht mal mich erkannt. Mann, Alter. So unglaublich jetzt, Alter. Unglaublich, dass du... Was? Was habe ich denn jetzt direkt bekommen? Full Eisen. Ja? Unglaublich. Hallo, weg aus der Mitte. Ich sehe dich doch. Nö, ist jetzt meine Mitte, Alter. Das ist meine Mitte. Weg da jetzt. Weg da. Nö, der. Ich bin ein Bogen. Was hast du? Ja, ich weiß. Ich habe einen Bogen. Ich würde lieber aufpassen, wenn ich du wäre. Weg da jetzt. Bro, hör doch auf. Ah, danke fürs Öffnen. Alter. Okay. Digga, du willst das? Du spielst absolut unfair, Digga. Ich spiel überhaupt nicht unfair. Ich geh jetzt hier noch. Natürlich, du öffnest hier alle Kisten alleine. Was soll das? Ich hab sogar Nachtsicht jetzt gerade, ne? Das ist ja schön. Oh mein Gott, das hab ich trotzdem dann. Ich hab nochmal das bekommen, was ich eben hatte. Wo bin ich denn bitte schon blind? Ich krieg nur Schrott. Wie kriegst du denn überhaupt Rüstung und sowas, Bro? Ich hab dir gerade mal ein Eisenschwert bekommen. Und hier jetzt ich hab zweimal komplette Rüstung bekommen, ne? Das heißt, oh warte, ich kann sogar tauschen. So. Hier schön wegmachen. Ja, auf entspannen. Weißt du, ich krieg hier Lederschuhe, Alter. Die wollen mich doch wirklich veräppeln. Ganz chillig. Ich weiß nicht, wo das Problem ist, Kollege. Ja, du hast jetzt. Soll ich dir mal sagen, was das Problem ist? Du guckst bei deiner Insel nicht mal richtig hin. Ich sehe von hier schon die ganzen Lucky Blöcke auf deiner Insel. Ja, und ich bin gerade auf einer anderen Insel drauf. Ist auch nicht dein Problem. Digga, bevor man in die Mitte läuft, lootet man erstmal auf seiner eigenen Insel. Deswegen hast du auch zweimal jetzt gewonnen, oder? Das ist Grundlage Skywars. Das weiß jedes Baby. Tja, in der Mitte sind aber die besten Items. Deswegen habe ich jetzt auch schon. Das sind Lucky Blöcke, Digga. Wahrscheinlich sind da die besten Items, oder? Das ist immer komplett random, was da rauskommt. Ich habe was Gutes bekommen. Okay, hier hast du auf jeden Fall noch was. Hä, war das nicht deine Insel hier, wo ich gerade hingehe? Ja. Sind die neu gespawnt? Noch voll viel. Ich glaube, wir sind neu gespawnt, glaube ich, ne? Ach so. Was war das hier? Dann, okay, schusssicher. Bringen wir jetzt weniger. Oh, jetzt habe ich endlich auch mal Eisenrüstung. Ne? Endlich, ey. So, hier kann ich schön hochgehen. Ich glaube, ich bin auf deiner jetzt gerade, wo auch noch Lucky Blöcke übrigens sind, ne? Ja, wow. Und hier ist komplette Rüstung. Alter, da waren nochmal alle. Ich würde sagen, komm, wir gehen rein ins PvP. Danach nächste Map. Okay. Also, Digga, das ist ja wirklich lächerlich. Das ist ja wirklich lächerlich! Das ist ja wirklich peinlich! Komm her, hä? Was ist los? Komm mal her, trau dich doch! Bro!
So spielt keiner! So spielt keiner! Ja! Digga, wie viel Pfeile hast du? Hau rein! Wie viel Pfeile hast du? Rein! Wie viel Pfeile hast du? Weißt du, was der beste Trick gewesen wäre? Ich hatte nicht mal ein Schwert! Alles klar, Kaspar, wir gehen rein! In die nächste und, Runde. Ey, Bro! Ich hab hier Skelette, die killen mich! Auf die killen mich! Auf deine Insel, oder was? Ja, ja, aber jetzt hab ich sie runtergeschlagen. Das wird mich ja sehr belastend, Bro. Ich hab einen Bogen, Alter! Okay. Aua! So? Kleine Silberfische! Ja! Haut ihn runter! Wir sollen abhauen, Alter, die nerven! So, hier, schön equip, alles Alter, klar. Die hauen mich ja fast runter! Was soll das? Los! Ja! Was soll das? Soll ich mal schön killen! Hau ab! Lass mich! Hau du ab! Das ist meine Boxen! Ich war da zuerst drin! Oh Gott! Oh Gott, Bro, geh nicht mehr in die Mitte! Die Mitte ist nicht mehr safe! Ich weiß! Die Mitte ist nicht mehr safe! Die ist echt. Alter, wie viele Zombies! Ey, au! Nicht zu mir! Ich geh jetzt gerade zu einer anderen Insel. Jeder geht zu einer anderen Insel. Ich habe eine neue Taktik, wie ich dich jedes Mal besiegen werde jetzt, ne? Ja, und wie, hä? Wie willst du es anstellen? Das heißt ja Skywars, das heißt, ich baue mich auf jeden Fall ein bisschen hoch. Mit Blöcken, sagt er. Ja, was? Klar! Was denkst du denn? Okay, was? Natürlich, weg. Nicht, oder was? So, einer klar mit Blöcken. Was denn sonst? Wollte gerade sagen. Aber respawnen die Sachen auch? Nee, das war's jetzt. Wir müssen jetzt gegeneinander kämpfen. Wie du es wirklich versuchst, Digga. Ich guck mal, ob hier noch irgendwo was ist. Bist du ready oder was? Ich bin ready, Alter. Let's go. Wahrscheinlich falle ich da drauf rein, Digga. Lass mich! Komm her, Alter. Komm nicht runter. Nee? Willst du nicht? Lass mich! Komm doch. Trau dich. Lass mich! Ich baue mir eine Burg. Was? Wo hast du die ganzen Blöcke her? Die habe ich eingesammelt. Komm raus da! Zeig dich! Zeig du dich doch selber. Nein. Jawohl. Nein. Oh mein Gott, ich muss... Na, wo bist du hin, ne? Wo bist du hin, ich bin runtergesprungen. Ich bin runtergefallen, Digga. Bist du das? Ich bin runtergefallen. Das war nicht schlecht dann. Das freut mich. Ja. Ist doch schön, oder? Dass du runtergefallen bist. Na, wo bist du? Du guckst da unten irgendwo. Ich sehe das. Weiß nicht, wo ich bin. Du bist am Schielen, Alter. Du bist am Rausschielen gleich. Okay. Da baut er sich schon. Boah, ich muss chillen, Digga. Ich hab 3 Herzen, Alter. Bro, ich hab ein halbes Herz. Ja, was soll ich machen, Alter? Ich hab nicht mal Essen. Komm runter, Kaspar. Wahrscheinlich komm ich jetzt runter mit einem halben Herz. Komm her. Oh mein Gott. Bam. Nein. Alter, was? Das hätte ich gelungen. Ich hatte ein halbes Herz die ganze Zeit. Ich hatte noch ein Neverite-Schwert, ne? Ich hatte gar kein Schwert und gar kein Herz. Ich hatte auch nur 3 Pfeile, Digga. Okay, gehen wir auf die nächste Insel, und zwar in den Wald. Karte, ja? Du wirst keine Chance haben, Kaspar. Du hast keine Chance, ja. Gegen den Lucky Wars-Profi. Vielleicht den Bratwurst-Profi, aber auch nicht. Selber Bratwurst, Alter. Du bist selber so eine Bratwurst. Ja. Bist total aber die Bratwurst. Aber hier viele sehe ich gerade. Bin jetzt schon mal sehr zufrieden jetzt hier gerade mit meiner Ausbeute. Denk dran, dass du auch Essen mitnimmst von deiner Insel, ne? Digga, du bist schon wieder in der Mitte! Ja, weil meine Insel doch schon leer ist. Ich weiß nicht, was du machst. Nein, ich sehe von hier schon 2 Lucky-Blöcke, die auf deiner Insel noch sind, Digga. Was soll das? Gar nicht, ne. Ja. Ja, und dann packt er so ein Schwert aus. Ja, Digga, Kollege. Ohne Witz, du spielst absolut unfair, Alter. No joke. Ich spiel ganz normal. Nein, du gehst direkt in die Mitte und holst dir direkt die krassesten Blöcke. Normal hast du dann das krasseste Equip. Die Silberfischchen. Die waren dann anscheinend zu sehr versteckt. Kann ich auch nichts für. Dann hol ich mir halt deinen Lucky Block auf deiner Insel. Ja, mach doch. Hol dir halt dich den auf der Main Insel, den du übersehen. Oh mein Gott, guck, was es war. Wo kennst du mir? Yo, was? Voll dir war's. Was? Digga. Okay, das ist aber unfair. Naja, was für unfair? Selbst schuld. Ich kann den Kampf aufgeben, ne? Wieso? Ich hab kein Schwert. Ich hab nicht mal Blöcke, ich hab nicht mal einen Bogen, Digga. Was ist das für ein. Was soll das, Alter? Das ist nicht auf meiner Seite heute. Naja, also, das bringt auf jeden Fall gerade gar nichts, ne? Ich hab sogar noch. Alter, hast du wirst gar keine Chance haben, Bro. Guck mal, ich hau dir jetzt einfach mit meiner Hand. Ist mir egal. Ja! Okay. Komm rüber! Okay. Komm rüber über die Insel, Digga! Warte, hast du noch einen Lucky Block? Den will ich mir noch holen. Ja, okay, dann mach mal. Probier mal deinen Lucky Block zu holen da. Wahrscheinlich falle ich auf so billige Tricks rein! Mann, Alter! Hä? Tat's weh? Tat's weh, Kollege? Tat das weh!
Tat das weh? Tat das weh? Tat das weh? Mit Dornen? Ja! Es hat funktioniert! Als ob da eine Lücke war! Ja, Digga! Gewinner! Digga, deine Items, du hast auch immer nur Glück die ganze Zeit mit deinen Schwertern, ne? Ja, ich habe auch Glück, weil ich direkt bei meiner Startinsel... Okay, ja. Direkt bei meiner Startinsel mega Glück gehabt mit meinem Lucky Block. Hey, du bist direkt in der Mitte, ne? Was? Nö. Typisch so. Kaspar. Rumholen da selber, was, selber machen. Du bist doch selber in der Mitte. Ja, weil du es bist. Weg da! Sag mal. Weg da, Kollege! Sag mal, hau ab jetzt! Hau du ab! Geh mal weg mit deinen Spinnen! Ich weiß auch nicht, woher die kommen. Die sind einfach so da gewesen. Bist du gespawnt oder sowas? Nee, ja, glaub, die waren einfach aus dem Nichts da. War das hier deine Insel oder was? Sind hier noch Lucky Blöcke? Ey, ich hab ja echt... Hier sind ja gar keine coolen Items. Boah, hast du schon ein Schwert? Ich hab gar nichts, Digga. Die sind auch voll wenig Lucky Blöcke auf der Insel. Oh mein Gott, ich sehe gerade, du hättest in den Tower reingehen müssen bei dir auf der Map. Da sind nochmal zwei Dinger. Nochmal zwei Lucky Blöcke. Mach ich ja gerade. Ich hab ja nicht mehr irgendwas. Ja und? Musst du halt schlau spielen, aber das sind echt wissen beide, dass du nicht schlau spielst. Ja, wow, ich krieg da halt wieder nur schlechte Sachen, leider. Tja, das. Weißt du, jetzt weißt du mal, wie ich mich fühle die ganze Zeit. Genauso fühle ich mich auch die ganze Zeit. Und dann krieg ich auch noch Zombies, ich glaub's ja nicht. Das ist ja peinlich. Ja, wow. Komm her, Alter. Komm her, wenn ich traust. Und du doch, wo bist du? Ich bin hier oben. Okay. Ich bin hier. Alles entspannt. Wahrscheinlich! Mann. Du bist so schlecht! Ich hatte vier Goldäpfel! Leere Wunsch, letztes Spiel auf der City! Letztes Spiel auf der City! Und nein, gewonnen! Nächster, letztes Spiel auf der City! Du hast ein Schwert, ich hatte ja nicht mal irgendwas! Ja und? Wie geht's mit was in die anderen drei Runden? So war es doch genau gleich! Ja, das Ding ist, ich hatte da aber wenigstens. Guck mal, ich hatte ja, glaube ich, einen Bogen. Und den hast du, glaube ich, nicht gehabt oder so, ne? Ich hatte gar nichts! So, kurz alles entspannt. Ja, wow, ich krieg zweimal dieselben Items. Das kann nicht sein. Hau ab. Lass mich doch. Hau du doch ab, Digga. Lass mich. Du lootest alles allein. Du lootest alles allein. Alter, was soll denn und das? Und ich fall runter. Ich auch. Ich fall runter. Echt? Okay. Gleichstand. Ja, Gleichstand. Du bist doch vor mir raufgegangen. Hä? Ich bin doch doppelt wieder in Karte. Mann, das zählt okay, nicht. Okay, Gleichstand heute. Gleichstand. Das war es auf jeden Fall gewesen, meine Freunde. Wenn ihr von der Merse möchtet, lasst ein Like und ein Abo da. Checkt auf jeden Fall das Video aus. Einfach gerne draufklicken. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.